So, hallo liebe Zuschauer, RIA TV mit einem neuen Beitrag aus dem Thema Frequenzen, Schwingungen, Wissenschaft, Technik, Li Lei Q. Wenn die Leute es immer hören, sagen die, was? Und dann sage ich, ins Internet gehen, das eingeben, Li Lek, aber das hinten ist kein G, sondern ein Q.com und dann mal sehen und staunen. Worum geht's? Es geht um sogenannte Frequenz- oder Schwingungsmodule, Dinge, die eine Frequenz tragen und die ich von A nach B übertragen kann und nutzbar machen. Die Frequenzbreiten sind unfassbar und wir wissen, jedes Organ hat eine Frequenz. Wir haben heute so viele Informationen über das Thema Frequenzen, aber wir nutzen sie noch nicht. Es gibt aber schon einige, die es nutzen. Und ich habe das große Vergnügen, mit Jeo Michael, jetzt muss ich nochmal schauen, Junge, ein Gespräch zu führen. Er ist über Videotelefonie mir zugeschaltet. Hallo, Jeo. Hallo Norbert, grüß dich. Schön. Das ist schön, dass du dir die Zeit nimmst, Jeo. Ganz toll. Erstmal ganz lieben Dank. Und gleich falle ich mit meiner ersten Frage mit der Tür ins Haus. Wie bist du überhaupt zu Lilay Q gekommen? Wo hast du davon erfahren? Wie ist das zu dir gekommen? Ja, also quasi, du siehst ja auch hinter mir steht ja einer, der hat mich genauso angesprochen. Der Samor und seine Frau Kru sind langjährige Freunde von mir und irgendwann hatte ich mal das Vergnügen, so ein goldenes Element, wie es gerade hinter mir steht, zu sehen und fühlte mich total angesprochen und habe gesagt, was macht ihr da? Was ist das? Ich wusste zwar, die bauen da gerade eine neue Firma auf und haben da Ideen, die sie verwirklichen. Und ich fühlte mich aber total angesprochen und war total begeistert davon, was ist das, was mich da so anspricht. Und ja, und dann bin ich quasi fast schon süchtig geworden von den Produkten. Dass du vorher eine Information hast, hast du das wahrgenommen? Es hat irgendwas bei dir ausgelöst, weil es hat ja eine Frequenz, klar. Und dann hast du dich erkundigt, was, wie, warum, weswegen, was ist das Ganze? Noch eine andere Frage, die ich hätte. Hat es beruflich mit dir was zu tun gehabt? Wir hatten eine Dame im Interview, die Bewusstseinscoaching macht und sowas. Bist du in dem Feld tätig oder machst du was ganz anderes? Also ich mache tatsächlich auch sowas. Also ich bin ein spiritueller Berater. In meinem Hauptjob bin ich aber eigentlich verantwortlich für ein Friseurunternehmen. Ich leite ein Friseurunternehmen mit 100 Mitarbeitern und Wow. bin jetzt aber in den letzten Jahren mehr oder weniger auch in diese Bewusstseinsebene dort eingetaucht. Und die Lila Q-Produkte sind da ein sehr, sehr weiser und sehr kluger Begleiter auf Oh, diesem jetzt wird's Weg. spannend. Jetzt wird's ganz spannend. Also erstmal Infinity Block habe ich, glaube ich, verstanden. Hast du? Genau. Was hast du noch? Ich arbeite gerne mit diesen Karten zum Beispiel. Also du hast ja mit dem Samo auch über diese Karten schon gesprochen, die Inner Peace Karte in einem deiner Interviews oder euer Interviews. Die Inner Peace Karte oder auch verschiedene andere Karten. Ich nutze die ganz gerne so, spüre morgens rein, was für mich zuständig ist und dann nehme ich die Karte an mich und habe die bei mir. Tatsächlich den Infinity-Block, den habe ich sogar mehrfach schon, also zweimal bei mir zu Hause, um sie gegenseitig in den Frequenzen immer wieder zu erhöhen. Das gibt ja die Möglichkeit, sie gegenseitig hochzuspielen. Und mittlerweile auch bei mir im Unternehmen. Wir haben so einen Unternehmenscampus, wo wir auch zwei Infinity-Blöcke haben, mit denen wir dann entsprechend arbeiten. Ja. Und jetzt könnte ich noch diverse Also, andere Dinge aufzählen. Infinity Also ich Block. bin, wie gesagt, ein großer Fan und begeistert von den Produkten. Ich habe ganz viele. Ja, Ja. trägst du auch das Das Erkennungszeichen, ja. Die Daran zeigen sich an? Hirnkapsel. Ja. Und hast du auch schon aktiv mit den Kugeln gearbeitet, dass du die Informationen veränderst, zum Beispiel eine Heilpflanzeninformation drauf gibst, wenn du mal, was weiß ich, einen Raum. Ja, das habe ich vereinzelt gemacht, mache ich aber tatsächlich nicht so oft. Also das ist mir manchmal zu aufwendig, dann lege ich lieber meine Hand in den Block und schaue, dass dann so das kommt, was kommen darf. Also ich lade das dann immer ein, dass ich mir gar nicht erst so eine spezielle Frequenz irgendwie hole, sondern ich mich so ein bisschen ja, mit dem Quantenfeld verbinde und dann einfach schaue, was für mich dran ist. Also ich kopiere das selten, was du mich gerade. Und noch eine Frage, wie lange hast du die Sachen jetzt? Die gibt es ja noch nicht ganz so lang, relativ früh, als die ersten vielleicht anderthalb Jahre, so in etwa. Ah,
Also doch schon eine eineinhalbjährige Anwendererfahrung. Und jetzt sagtest du auch eben, du hast mehrere und nutzt die auch beruflich. Da würde ich gerne mal drauf kommen, wenn du darüber was erzählen möchtest. Was heißt das denn beruflich? Was machst du da? Naja, also es hat angefangen, also als ich die bei mir zu Hause aufgestellt habe, die Blöcke, da ich ja auch mit meiner Fähigkeit als spiritueller Berater auf energetisches Feng Shui machen kann, war das eine wunderbare Unterstützung für mein Energiefeld, für den Raum hier zu Hause. Und ich habe mich einfach ganz spontan wohlgefühlt, meine Familie hat sich wohlgefühlt, die Haustiere fühlen sich wohl. Unser Hund, der hat so ein richtig schönes Feld hier aufnehmen können. Und dann habe ich so gedacht, wenn das hier bei mir zu Hause funktioniert, muss das auch in der Firma funktionieren. Und dann habe ich das in Personalgespräche, in Meetings, habe ich immer einen dieser Blocks mitgenommen und habe den dann einfach so in den Raum gestellt, ohne jemandem was zu sagen. Und oh Wunder, es war tatsächlich so, dass das immer sehr positive und ja, so zielführende und nährende Gespräche wurden. Und das ist einfach, wir machen in unserem Unternehmen ganz neuen Weg. Wir haben eine neue Arbeitskultur für uns geschaffen und haben dann ja einen neuen Raum für uns auch kreiert, wie wir miteinander umgehen wollen. Wir nennen das also neue Arbeitskultur, New Work. Und das begleitet uns einfach unheimlich gut dabei. Also wir können sehr gut dann bei gewissen Projekten oder bei gewissen Problemen, die vielleicht auch aufkommen, gemeinsam Lösungen finden und die dann zielführend auch dann auf den richtigen Weg bringen. Wow, also ich bin richtig von den Socken, war jetzt ganz fasziniert davon, was du erzählt hast. Jetzt mal ohne, dass man da etwas beschönigen will. Natürlich Dinge, die einen begeistern, redet man gerne schön. Das ist eine ganz normale Geschichte. Aber wenn du jetzt das Ganze so als Unternehmer krass beurteilst und sagst, Situation vor Infinity und Quantenblock im Unternehmen und Situation jetzt, nachdem er im Unternehmen ist, einmal gesehen, wie motiviert, wie effektiv sind die Mitarbeiter und zweitens, wie ist das Arbeitsklima und das Verhältnis der Mitarbeiter untereinander? In den beiden Bereichen, hast du da können eine Veränderung feststellen? Das ist immer nicht so einfach, das so zu vergleichen auf diesen zwei Ebenen. Ne? Also, was war er da? Das Ei oder die Henne? Ne? So, das ist ja die grundsätzliche Frage. Ich kann nur sagen, dass wir jetzt eine total schöne Situation haben. Darf aber sagen, auch sagen, dass ich der Verantwortliche ist für die gesamte Kultur in diesem Unternehmen, also wie sie dann gelebt wird, was wir für Ausrichtungen haben. Dass, wenn ich schon gut gestimmt bin, wenn ich in dem guten Energiefeld bin, gebe ich ja auch das entsprechend in diese Struktur mit ein. Und wenn ich jetzt das so sagen darf, dass diese Produkte uns ganz einfach mich auch dabei unterstützen, dann unterstützen sie ja automatisch auch andere. Und wenn dann Mitarbeiter auch sagen, oh, hier ist aber so eine schöne Energie, wenn man hier reinkommt, also irgendwie ist es angenehm, dann ist es ja als Unternehmen schön, wenn die Mitarbeiter sagen, dass sie da gerne hingehen, weil eine schöne Energie da ist. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass wir sozusagen ja immer auch die eigene Intention haben. Und wenn ich meine Haltung geändert habe, wie man mit Arbeit oder mit Job im Allgemeinen umgeht, dann ändert sich natürlich auch alles andere. Und nochmal, diese Produkte begleiten mich einfach dabei. Ich fühle mich gut dabei. Ich fühle mich nicht so abgelenkt vom Außen, sondern eher so konzentriert in den Themen, in denen wir uns befinden. Und um Also, trotzdem nochmal so wenn eine ich Antwort das darauf zu dazu geben, werfen darf, ja, gerne. das kann ich genau unterschreiben. Also ich kann das ja outen natürlich, das haben die Leute gesehen. Ah, ich trage im Moment den Tank mit den Kugeln auch, weil ich das testen möchte und gebe dann verschiedene Informationen und spüre meinen Körper, ob er anders reagiert. Und es ist faszinierend. Also ich kann verschiedene Dinge drauf tun, zum Beispiel Echezenea, das ist so Bronchialhilfsmittel. Und die wächst ja, sage ich mal, fast am Straßenrand. Und das muss man mal tun. Und dann, wie gesagt, Menschen, wenn du einen rauen Hals hast, das Ding um den Hals hängen, in einem Tag komplett weg. Und das war für mich so faszinierend, dass ich gesagt habe, Und ein Mediziner, der Mitbegründer der Gesellschaft für Informationsmedizin ist, der hat mir das dann erklärt und hat gesagt, Mensch, du bist ja um Quanten voraus. Dann habe ich gesagt, nein, nicht nur, nicht ich, ich bin nur ein Nutzer. Das ist eher der Philipp gewesen und sein Team, die das gemacht haben, sage ich. Aber ich habe sehr schnell verstanden, wie es geht und wie ich es in mein Leben integrieren kann. Und somit meine nächste Frage an dich.
Könntest du dir vorstellen, jetzt plötzlich ohne die Sachen zu agieren und wieder zurückzugehen in den Status, wie du vor dem Kennenlernen von Lilay Q warst? Die Frage kann ich jetzt ganz schnell mit Nein beantworten. Ja. Man braucht Also einen keine Schritt Antwort, zurück, ein Wort und nein, vielleicht. der Schritt zurück brauchen wir ja gar nicht. Wir sind ja, das ist ja alles miteinander verwoben und die Dinge wollen sich einfach nährend im Wachstum befinden. Und warum sollen wir da jetzt zurückschauen in den Ursprung? Also selbst wenn wir mal eine andere Meinung zu irgendwas hatten, es ist ja immer gut, wenn wir dann gemerkt haben, dass uns das gut tut, was wir tun, in welchen Feldern wir leben, dann da zu bleiben und sich daraus Und weiterzuentwickeln. ja, genau. Weitere Produkte, die Lilay Q hat, ich habe mir vor kurzem angeschaut, die haben ja auch Bekleidung. Das heißt zum Beispiel einen Anorak, ich nenne es mal so, mit Kapuze, der mit komplettem Silber informiertem Gewebe innerlich verstärkt ist. Ich habe bei sehr feinfühligen Menschen das testen lassen, die waren von den Socken, wie gut das funktioniert. Ist bei euch auch Interesse dran, weiterzugehen, andere Produkte von Lilay Q zu nutzen, um die Effekte noch spürbarer zu machen oder die Möglichkeiten noch zu vergrößern? Also ich wiederhole das nochmal, ich bin ja ein Fan dieser Produkte und nicht deswegen, weil ich was, also außer dass es mir selber gut tut, davon habe. Diese Jacke zum Beispiel, es gibt auch noch ein Basecap, die haben ja diesen Silberfaden eingewebt im Material, um einfach diese Quantenenergie besser halten zu können. Und es ist tatsächlich so, dass wenn ich zum Beispiel joggen gehe, dann setze ich das Cappy auf und bin einfach in einer ganz anderen Energie. Wenn ich zum Beispiel, ich habe alle Vierteljahre mal Migräne, dann lege ich mich in die Jacke, in die Quantenjacke und lege mich dann einfach nieder und habe gleich ein ganz anderes Energiefeld um mich rum, was mich wie so ein Mantel einhüllt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das lässt mich natürlich immer interessiert sein, wenn auch neue Produkte oder weitere Produkte, die einem den Alltag nochmal schöner machen und ja, auch lebendiger und nährender gestalten, bin ich natürlich Jetzt immer offen sehen interessiert. dich ja auch in der Nutzung und Anwendung deine Kollegen im Unternehmen, die Mitarbeiter, für die du verantwortlich bist. Übernehmen die das? Hast du schon mal gehabt, dass die fragen und sagen, wo kann ich das haben? Kann ich das auch nutzen? Kann ich das erwerben? Oder die plötzlich anfangen, sich mit den Dingen zu beschäftigen? Das gibt es tatsächlich, ja. Also die sind interessiert. Also in den Momenten, wo ich darüber noch nicht gesprochen habe, sondern das einfach nur mit in den Raum gestellt habe, gab es schon die Frage, was ist das eigentlich? Okay, sie wissen vielleicht, es ist irgendein Deko-Element, sieht ja auch nett aus, aber irgendwie nehmen sie ja doch wahr. Und man sagt so, okay, das ist jetzt golden und das glänzt so und irgendwie sind wir immer darauf bedacht, dahin zu gucken, wo was glänzt und wie so eine Elster, ne? So schauen wir drauf. Aber letztendlich spüren wir ja doch, auch als Menschen, auch wenn wir weniger wahrnehmend und fühlend sind, dass da irgendwas ist. Und dann gibt es natürlich Fragen und es gab tatsächlich auch schon einige, die dann tatsächlich auch Produkte haben wollten und die ich dann vermitteln konnte. Also sei es jetzt so ein Blog, ganz besonders aber auch diese Karten. Also in den aktuellen Zeiten wollen die Menschen ja ganz gerne so diese Beschütztheit auch haben. Wir sind ja viel umgeben von Dingen. Ja, Ja, genau. auch vor allen Dingen im Moment ist ja dieses Frequenzgewitter um uns herum, das wird ja immer schlimmer. Und da ist natürlich zu verstehen, dass Menschen, und ich sage ja gerade mal Schwangere, Mütter mit kleinen Kindern, Menschen, die im Studienbereich sind, die sich immer stark konzentrieren müssen, und die wollen natürlich nicht noch mit Tausenden von Frequenzen da behämmert werden. Und wenn Lilay Q solche Produkte bieten kann, die uns da ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ja, wieder in den Wohlfühlmodus bringen, dann ist ja genau das Ziel erreicht. 0 ist gar nicht wohlfühlen, 100 ist ganz wohlfühlen. Wo würdest du dich im Moment sehen, seit du diese ganzen Produkte von Lilay Q nutzt? Wie ist dein Wohlfühllevel? Also mein Wohlfühllevel ist sehr hoch. Ich kann jetzt ungern eine feste Zahl sagen, weil das natürlich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin immer bei 100. Ich habe Momente, wo ich bei 100 oder annähernd 100 bin, aber ich habe natürlich auch Momente, wo ich niedriger bin. Und ich sehe das immer so, dass das Leben ja insgesamt eine Frequenz ist, so wie die Herzfrequenz, wenn man sie grafisch darstellt. Man ist dann tot, wenn es nur so ist. Und insofern, es ist ein Auf und Ab, aber ich fühle mich besser. Ich muss es wirklich sagen, ich bin klarer bei mir, ich bin ausgerichteter, ich bin in der
Ausrichtung, die es braucht, um mich in meinem Leben gut zu bestärken. Also habe ich dich richtig verstanden, du würdest nicht mehr auf die LilyQ-Produkte verzichten wollen? Nein. Das ist natürlich eine tolle Aussage für unsere Zuschauer und mir geht es ja darum, dass ich sage, schaut, wenn das doch ein Mist wäre, jetzt kostet es auch schon mal einen Haufen Geld, dann wird doch niemand sagen, ich behalte das oder ich will das wieder, dann will ich es loswerden und dann rede ich auch nicht drüber, dann verschweige ich das lieber. Aber die Menschen, die mit LilyQ sich beschäftigen, höre ich immer wieder, dass sie sagen, nie mehr, seit ich das habe, ich bin fokussierter, ich bin ausgeglichener. Dieses Ausdrücke höre ich ständig von den Menschen. Wenn dann Mitarbeiter von dir das genutzt haben, hast du dann bei denen eine Veränderung gemerkt, dass die auch mehr zentriert wurden, mehr konzentriert, sich weniger aufgeregt haben über irgendwas, wo man eh nicht ändern kann? Oder so, hattest du da auch eine Reaktion? Also tatsächlich spüre ich da Reaktionen und habe sie auch im Gespräch festgestellt. Was wir ja wissen dürfen, ist ja, dass die Produkte uns dabei helfen, in unserem Bewusstsein höher zu schwingen. Und wenn wir miteinander sind in der Gemeinschaft einer Unternehmung, wir sehen unser Unternehmen als Organismus, dann ist es sehr hilfreich, wenn die Menschen ein höheres Bewusstsein haben, um gewisse Dinge zu verstehen. Also wir haben ja die große Aufgabe, auch als Unternehmen durch diese Zeiten zu gehen. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man mit den Mitarbeitern einfach auch auf einer höheren Bewusstseinsebene sprechen kann. Und wenn wir die vorgeben, diese Frequenz oder diese Ebene, diese Bewusstseinsebene und die Mitarbeiter da sozusagen wie infiziert werden, sage ich jetzt mal, also mit angesteckt werden von dieser Energie, dann bekommen wir natürlich die entsprechende Resonanz. Und das muss man wirklich sagen. Wir haben so verschiedene Arbeitskreise, wo wir stellenweise schon sehr hochschwingend arbeiten, wo wir schon wirklich mit, ich sage jetzt mal, ganz normalen Mitarbeitern, die sowas vorher noch nie gekannt haben, auf einmal Bewusstseinsübungen und ähnliche Dinge tun. Also wir sind da auf ganz großen Wegen, vielleicht dadurch, aber auf jeden Fall mit den Produkten auch in ein neues Miteinander. Und wir sehen uns als Unternehmen in einem Wir, in einer Wir-Gemeinschaft. Und diese Produkte können uns nur dazu unterstützen, denn ich habe so einen schönen Spruch vom Karl Gamper mal aufgegriffen, der heißt, zusammen sind wir genial. Und das ist einfach was ich immer wieder feststelle. Ja. Du, also es war wunderbar, erstens mal mit dir mich zu unterhalten. Du bist so ein positiver und angenehmer Mensch, dass es mich gerade fasziniert. Das mal Dankeschön. als Das gebe ich gern Kompliment. zurück. Danke. Und dann natürlich auch Dankeschön für deine Informationen zu dem ganzen LilyQ-Thema, weil draußen das noch sehr unbekannt ist. Und was mich in unserem Gespräch ganz arg fasziniert hat, ist deine persönliche Erfahrung, wie du das Umfeld wahrnimmst, dass du Veränderungen an den Menschen spürst und natürlich ein absoluter Fan der Produkte bist und die weiterempfiehlst. Und ich glaube, die Frage brauche ich nicht mehr zu stellen, ob du die weiterempfehlen würdest, die Produkte. Ich glaube, das haben die Zuschauer jetzt mitgekriegt. Das haben Sie vielleicht mitgekriegt, gespürt, wenn ich das noch kurz sagen darf. Das ist auch im Alltag zu sehen, wenn man Produkte nur weiterempfiehlt, damit man vielleicht eine Provision bekommt oder ähnliches, wie das ja oft so im Retail ist, dann ist das das eine. Aber wenn zum Beispiel jemand merkt, hey, da ist jemand gut drauf oder hey, in der Unternehmung ist eine gute Stimmung, dann verkauft sich ja sowas in Anführungszeichen von ganz allein. Dann möchten ja alle Leute quasi angesteckt sein und das kann ich nur sagen. Wenn was gut ist, dann wird es auch weiterfließen. Vielen herzlichen Dank. Unsere Zeit ist leider zu Ende, dass du mit mir dieses Gespräch geführt hast. Alles, alles Gute dir in der Zukunft. Vielleicht bis. Für dich auch. Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung, lieber Norbert. Und alles Gute und danke an dein Format. Toll. Liebe Zuschauer, ihr habt es gehört. Das war unser Interview mit dem Jeho zum Thema der Produkte von LilyQ, welche Erfahrungen er und sein Umfeld gemacht hat. Orientieren Sie sich daran, probieren Sie es aus. Ich tue es auch und bin zufrieden. Bis zum nächsten Mal bei RIA TV.